Selbstverständlich ist es vernünftig, dass gegenwärtig nicht in den Urlaub gefahren wird und vor allen Dingen auch nicht in Skigebiete. Trotzdem tun wir einfach mal so, als ginge das derzeit und bauen in Snowtopia unser eigenes Wintersport-Resort, unser eigenes Skigebiet mit Liften, mit Attraktionen und vielem mehr in diesem Angespielt hier. Schön, dass du dabei bist und der Hinweis an Zuschauer auf Garderobe Plus. Die Folgen sollten dann entweder schon bereits zur Verfügung stehen, der ersten Staffel, also alle, oder in aller Kürze dann nachgereicht werden. Euch vielen Dank für eure tolle Unterstützung und ja, euch jetzt viel Spaß bei diesem neuen Projekt. Ich freue mich drauf. Hab das Spiel vor 3 Jahren oder so schon mal so ein bisschen angespielt. Da war da noch nicht so viel zu sehen. Und das hier ist jetzt die Early Access Version, die heute quasi in Early Access geht. Achso, genau, deswegen sind die Folgen ja zeitgleich online auf Garderobe Plus und hier, weil Embargo und so. Oder relativ zeitgleich. Also, viel Spaß und gute Unterhaltung jetzt hier im Wintersport-Resort Snowtopia. Skigebiet-Tycoon. Ich werde Skigebiet-Tycoon nennen. So, habe ich gerade beschlossen. Los geht's. Wir legen ein neues Spiel an und da sehen wir schon, wir haben hier diverse Orte zur Auswahl. Dieser Stereo-Effekt ist etwas irritierend. Wir fangen einfach mal beim einfachsten an. Und ja, dann hoffe ich, euch schon mal so ein paar Sachen erklären zu können. So, und da habe ich das Tutorial, habe ich mal angelassen. Wir haben jetzt also hier unser erstes Skigebiet. Ich finde auch diesen Comic-Arts-Teil wieder sehr, sehr cool. Das ist ja was, was nicht bei jedem ankommt. Das habe ich ja schon mittlerweile verstanden. Zum Beispiel beim Abriss-Simulator, ne? Wunderschöner Arts-Teil sozusagen, damit der Voxel-Grafik. Und es gibt da Leute, die sagen, sieht nicht fotorealistisch aus. Gut. So, Hilfe öffnen haben wir. Und ja, da steht sogar ein Schneemann. Okay. Ja, also wir sehen hier unten sozusagen, das ist der Ankunftsbereich im Tal. Und hier haben wir dann den Berg. Und da müssten wir dann entsprechend unsere ersten Skilifte und so weiter bauen. Machen wir auch direkt mal. Gehen hier aufs Baumenü. Und was sollen wir bauen? Wir sollen eine Arbeiterunterkunft bauen. Hier. 2 Freiwillige. Arbeitsgeschwindigkeit, 1 Einheit pro Stunde. Bewegungsgeschwindigkeit 600 Meter. Nichts ist je verloren. Alles lässt sich ja reparieren. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir bauen die jetzt erstmal irgendwie so hin, dass die hier bei dem Schneebereich uns keinen Platz wegnimmt. Oh. Wie gesagt, das ist noch Early Access, aber wir haben halt platzsparend gearbeitet. So. Und dann sehen wir hier diverse Geschichten. Wir können das zerstören. Aber wir wollen hier erstmal 2 Freiwillige einziehen lassen, die uns helfen, Dinge zu bauen. Genau. Reichweite 100%. Und als nächstes brauchen wir einen ersten Lift. Und ja, da haben wir jetzt 2 Optionen. Ich würde auch kurz näher drauf eingehen. Also wir haben hier so einen Schlepplift. Maximale Länge 150 Meter. Max Länge 20 Meter. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Dann 14 Skifahrer pro Stunde. Ja. Und Wärme minus 10. Und hier haben wir 250. Wir brauchen hier Freiwillige. 2 und hier einen. 250 und 1. Aber die Aufgabe ist ja, wir sollen einen... Ah ne, ist egal welchen. Ja, dann nehmen wir sofort den hier, oder? 24 Skifahrer pro Stunde. Ihr werdet euch vielleicht jetzt übrigens wundern, was denn hier die Währung? Und die Währung ist Freiwillige. Also hier. Je besser wir sind, je mehr Leute wir anziehen in unser Skigebiet, desto mehr Freiwillige kommen und auch zeitbasiert, wie ihr seht, um uns zu helfen. Ja? Okay, wir bauen einen Skilift. Was ist denn, wenn wir dann mal direkt hier... Also wir müssen sehr platzsparend arbeiten. Wenn wir jetzt für diesen ersten Hügel hier... Gucken, wie hoch wir kommen. So. Die Geräusche sind, glaube ich, ziemlich laut versus die Musik, ne? Müssen wir eventuell mal... Das Menü, da ist keine Escape-Funktion. Ja, aber das ist ja Early Access, da kann man sich ja was wünschen. So, das wird jetzt hier gebaut.
Und das sind jetzt halt die Arbeiter, die wir eingestellt haben. Und ja, und dann während das gebaut wird, können wir schon mal eine Piste bauen. Und die Frage ist jetzt, ob wir hier jetzt schon so mal so eine... Also das hier sind die Pisten. Wir haben hier eine Skipiste, die sich um Hindernisse herumschlängelt. Schmal, durchschnittliche, angenehme Breite und der Schneeboulevard. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der durchschnittlichen an. Und dann kommen wir einfach hier. Ich weiß nicht, kommen wir hier raus. Wir probieren es mal. So richtig für Profis hier. Richtig den Hügel runter. Heißt der Meinung, dass es hier bergauf geht? Oh, das ist aber schon hier so eine... Der Hoxenbecher, ho? Also hier würde es noch runtergehen, aber ich würde es auch so ein bisschen... Soll sich auch so ein bisschen durchs Gelände schlängeln. Und dann hätten wir hier unsere erste Strecke. Und das ist schon so ein bisschen professionell, ne? Die kriegt hier oben so richtig Speed drauf. Und dann geht's hier runter. Während hier noch an der Hütte gebaut wird. An der Skilifthütte. Ja, wenn wir hatten früher so Wintertage auf der Schule. Ich war da bei den christlichen Marines auf der Schule und ja, bei so Privatschulen, da gab es dann immer mal so ein, zwei Tage, wo man dann halt dann irgendwie rausgefahren ist oder so. So, hier brauchen wir jetzt auch Mitarbeiter. Zwei Stück. Damit geht der Lift in Betrieb. Und dann muss natürlich noch die Strecke gebaut werden. Und dann kommen gleich die ersten Skifahrer. Fährt der Lift schon mal los. Ich kann mir nicht vorstellen, was passiert, wenn hier die Lifte überlastet sind oder so, dann werden die bestimmt alle quengelig. So, Lift ist fertig, Strecke ist fertig. Da kommen die, oh, hier geht's auch schon los. Da kommen die ersten und da können wir uns direkt mal den ersten anschauen hier. Moment. So. Los, genieße den Augenblick. Was könnte dir schon bei einer Piste, einem Skilift und Skiern an den Füßen den Tag verderben? Ich sag's dir, Angst. Aber ohne das Adrenalin würde ich mich schrecklich langweilen. Gehen wir Skifahren. Das macht großen Spaß, sagen alle. Es ist zu viel verlangt, dass die Pisten unserer Stufe angepasst werden. Zu diesem Zeitpunkt im Spiel sind die Skifahrer auf der Suche nach einer Herausforderung. Also Pisten, ihrem Können entsprechen, aber auch nicht zu schwer sind. Achte beim Bau darauf, wie steil die Pisten sind. Okay. Also wir haben unterschiedliche Interessen von den Skifahrern hier. Die wollen natürlich auch unterschiedliche Sachen haben. Ich würde sagen, wir folgen dem jetzt einfach mal kurz. Huch. Auf dem Weg zum ersten, ja, der erste Kunde, der hier unsere Strecke fährt. So muss man es, glaube ich, so muss man sagen. So, da kommt er. Und jetzt geht es auch schon los. So, und jetzt haben wir schon gesehen, wir haben jetzt neue Freiwillige bekommen. Ja, okay. Das ist eigentlich eine schöne Strecke, ne? So ein bisschen hier am Hang entlang und dann sieht man, hier kann man ins Dorf runtergucken. Nur leider haben wir noch nicht so viel Attraktion jetzt. So, jetzt können wir uns hier anschauen. Was hat er so gemacht? Fährt auf einer blauen Piste, fährt Sessellift, steht an. Und wenn es ihm gefallen hat, steht er direkt nochmal an. Sehr gut. Ja, aber dem wäre das jetzt vielleicht zu schwer. Und deswegen sollen wir jetzt eine grüne Piste bauen. Ich habe nur die ungute Befürchtung, dass es an diesem Hang gar nicht geht. Oh, Skifahrer, der auf Hilfe wartet. Oh Gott, oh Gott. Oh nein! Das geht ja schon mal gut los hier. Oh je, da müssen wir gleich eine Rettungshütte bauen. Aber ja gut, Aufgabe des Spiels jetzt. Eine Anfängerstrecke. Die machen wir mal sehr breit, würde ich sagen. Und jetzt darf die nur grün sein. Das heißt, wir müssen hier schön... schön in Serpentinen.
denke mal, wenn es so ein bisschen blau ist, ist nicht schlimm. Piste wird blockiert. Lass mal die damit ankommen. Und das sollte eigentlich eine grüne Strecke sein. Wir schauen mal. So, wird gebaut. Ja, Strecke muss auch gebaut werden, sieht man hier. Und dann kriegen wir ja zu jeder Strecke auch dann Statistiken, was die alles können. Ja, und wenn ich jetzt die Wahl hätte, welche Strecke würde ich nehmen? Ich glaube, ich würde dann doch die hier nehmen, weil ich mehr Spaß, ne? Kann ich viel länger fahren. War auf jeden Fall wahrscheinlich nicht ganz falsch. So, gucken wir mal. So, was haben wir hier? Du kannst in dem alten Skihasen glauben. Skifahrer brauchen regelmäßige Pausen, um die Pisten richtig ausreißen zu können. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Hütten bauen. Ich wollte mal kurz gucken hier. Zielqualität. Achso, Pistenzustand, okay. So, die wird als grüne Strecke ausgelobt. Als was wird die denn hier ausgelobt? Ja, wahrgenommener Schwierigkeitsgrad blau. Grün. Und hier fahren auch die ersten auch schon auf der neuen Strecke. Guck. Ich glaube, das macht beim Skifahren auch am meisten Spaß. Ne? So eine Strecke, wo man hier so richtig schön so... Oder? Oh Gott. Nein. Was ist passiert? Wir wollen doch nur helfen. So, baue einen Bergkiosk. Ja, wir wollen erstmal, bevor wir den helfen, müssen wir erstmal hier Geld muss reinkommen, ne? Dann bauen wir den doch einfach mal hier oben hin. Ja, gucken wir mal, was haben wir denn hier Leckeres? Das ist natürlich erstmal die Arbeiter hier oben wieder ankommen. Schwer verletzt. Ist schwer gestürzt, nicht schwer verletzt. So, auch hier. Zwei Freiwillige rein. Ja, wir sehen schon, wir haben jetzt natürlich hier ein Problem mit der Sicherheit. Und deswegen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier sehen, hier scheint es so zu sein, dass hier die Leute irgendwie, ne, das ist irgendwie, ne. Und deswegen würde ich sagen, wir bauen hier mal eine Skiwachthütte hin. Das ist sozusagen, sind die Leute, die dann erste Hilfe leisten, direkt an der Piste. Die bauen wir mal hier hin. Weil nichts ist schlimmer, als wenn die Leute Angst haben, ne? So. Gut. Jetzt haben wir das Problem, wenn die Skilifte kaputt sind, dann brauchen die auch eine Werkstatt. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine Werkstatt. Das Ding ist, ich will, wie gesagt, den Zielbereich. Wir könnten ja jetzt hier unten hier so Sachen hinbauen und so. Das Problem ist, das nimmt uns immer den Platz weg, wenn wir weitere Lifte bauen wollen und so, dann ist das doof, ne? Deswegen setze ich die Werkstatt mal hier an die Strecke. So, da sieht man auch, da ist der... Ey, ich finde das so putzig. Dann ist hier dieser kleine Pisten-Bob, ja? Und damit fährt dann Dr. Bob, der fährt dann mit dem kleinen Pisten-Bob, fährt er dann, ja, die Strecke reparieren und so. Total knuffig. So. Auch da natürlich wieder... Zwei Mitarbeiter, jetzt haben wir 10. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen oberflächlich, deswegen würde ich euch, da ihr ja bis zum Ende dran geblieben seid, nochmal kurz zeigen, was euch in den nächsten Folgen so erwarten wird. Wir haben also hier ein paar Übersichten über die Sachen, die wir haben. Die Lifte, Zustände, wer wo arbeitet. Das sind die unterschiedlichen Kategorien, welche Arten von Fahrern wir haben und dessen oder deren Bedürfnisse müssen wir natürlich auch befriedigen. Wir haben einen Forschungsbaum. Ihr seht, da geht so einiges. Und hier haben wir sozusagen ein Grundprofil. Das finde ich sehr charmant. Ich meine, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Manchmal denke ich mir auch, wenn ich in das Spiel reingucke, naja, einfach eine Währung, mit der ich Sachen kaufe, hätte ja auch gereicht. Aber hier ist es halt ein bisschen anders. Wir schalten hier über die Zufriedenheit von diesen drei Gruppen die nächsten drei Gruppen frei, die als
ja, als Kunden sozusagen hinkommen. Hier mit leckerem Käse. Es ist so schön gemalt, guck mal. Und das hier bin ich übrigens. Dann kommen halt entsprechend die Leute auch noch. Die haben natürlich auch Anforderungen. Wenn wir die dann zufriedenstellen, kommen hier die Nächsten und so weiter. Und je mehr wir das machen, desto mehr Freiwillige bekommen wir. Und mit diesen Freiwilligen besetzen wir die Gebäude. Und wenn wir den, also nicht wie in Berlin, sondern also richtig, ne, als Arbeiter. Und dann können wir theoretisch hier oben und überall weitere Servicebuden aufbauen. Dadurch erhöht sich dann der Ruf meines Skigebiets. Und ja, damit meistern wir dieses Spiel. Jetzt haben wir nur einen Lift. Und das Ziel wird wahrscheinlich sein, dass wir die ganzen Hänge dann voll haben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und ja. Forschung habe ich gezeigt. Ich glaube, das war jetzt erstmal so der erste Überblick. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es euch zusagt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt muss der Eingang zum Skigebiet. Nur mal so am Rande. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Denn ja, wir müssen noch eine Werkstatt bauen. Ist das eine Pistenraupenhangar, genau. Denn die Strecken hier, da sehen wir ja auch immer so. Wieso ist hier kein Besucher drauf? Irgendwas stimmt hier schon nicht. Naja, jedenfalls, die Strecken müssen auf dem Schuss gehalten werden. Das heißt, als Nächstes bauen wir eine Pistenraupenstation. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier in unserem Ski-Resort-Tycoon. Ski-Gebiet-Tycoon, so werde ich es nennen. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.